Hey, was geht ab? Wir spielen Alkemilla die ganze Nacht, denn ich habe mir vorgenommen, wir spielen heute mal ein bisschen länger. Und ich weiß nicht, wo wir stehen geblieben sind. Ich habe mir hier so einen neuen Zettel und der ist leer. Und ich habe hier einen wunderbaren Stift, Arcadia Bay, von einem wunderbaren Spiel, das es bald auf meinem Kanal gibt. So, okay, machen wir hier Dingens. Ich habe gerade auch noch keine Angst. Ich muss wieder, wie immer, ne, vor der Aufnahme gehe ich ja dann immer ein bisschen so auf die Kommentare ein. Es freut mich wirklich, dass ihr alle zuschaut, ne, hier. Also vielen, vielen Dank. Und für, naja, diese, boah, jetzt wird mir gerade irgendwie schwindelig. Die Sache ist halt die, darauf möchte ich ganz kurz eingehen. Das Spiel, ich weiß es jetzt, im Spiel gibt es keine Gegner. Das ist sicherlich jetzt, hä, Silent Hill, keine Gegner. Aber Silent Hill Shattered Memories war genauso und es hat mir wirklich gefallen. Dann wäre ganz krasse Jumpscares erwartet. Silent Hill geht eher so hier drauf, ne? Also ist so psychologischer Horror, sagt man dazu. Und hat sicherlich auch einige Erschreckerlis, aber es ist halt so, dass uns da jetzt kein Vieh anspringt oder so, glaube ich. Obwohl, ich weiß es gar nicht wirklich. Könnte sein. Aber nur so zur Vorwarnung. Und es wird wohl immer bedrückender. So, es wird immer bedrückender. Es drückt dich so zusammen und dann quetscht es dich am Ende so ein und dann willst du nur noch raus. Und freust dich, wenn es wieder hell ist und neblig. Dann mit dem Rätsel, mit dieser Geburt, Tod und so. Natürlich war das offensichtlich. Es war offensichtlich. Ich bin aber, während ich das spiele, die ganze Zeit, weil ich lasse mich 100% immer auf so Spiele ein. Ich habe sogar eine kleine Fähigkeit, mich wirklich so darauf einzulassen, dass ich alles um mich herum vergesse. Und wirklich, ich könnte mir jetzt vorstellen, dass der Raum hier genauso aussieht wie da. Nein, mein Raum hier, der sieht nicht so aus wie da. Ich schwöre. Und er sieht für mich dann genauso aus. Also ich kann das. Ich kann auch von draußen, wenn ich auf der Straße bin und den Disney-Modus einschalten will, dann fliegen da auch bunte Vögel aus den Bäumen, wo das gar nicht so ist. So. Und es war offensichtlich, ja, im Nachhinein denke ich mir natürlich auch, bin ich doof, ne? Aber ich habe mich da auch zu sehr auf die Zahlen konzentriert. Es wird noch einige schwierige Rätsel geben und ich bin ein sehr verpeilter Mensch. Wenn in den Kommentaren dann steht, hey Pan, du bist ja wieder total verpeilt oder hey, das hätte man doch so und so machen können, ist das kein Problem. Wenn mir aber jemand schreibt, dass ich dumm wäre und zu lange brauche, der wird gelöscht und weggeblockt. Kurzer Prozess, keine Diskussion. Also ich lasse mich hier nicht beleidigen. Und dann, also wenn ihr hier ein schnelles Playthrough erwartet, dann schaltet am besten wirklich woanders ein. Also nur an diejenigen, die halt hier rummimimien müssen. Und habe ich das letztens auch schon gesehen? Habe ich das letztens auch schon gesehen? Okay. Ich habe ja hier auch kein Inventar. Was ich aber ganz gut finde, ne, muss ich auch mal sagen, ist, dass wir uns die Karte, deswegen habe ich mir jetzt auch mal so ein paar größere Zettel, die Karte oben, die wir wahrscheinlich jetzt nicht mehr brauchen, denn es spielt nicht nur im Krankenhaus, sondern es ist ein großes, vollwertiges Spiel. Wir werden Silent Hill also nochmal von außen sehen und andere Gebäude besuchen, finde ich immer. Es ist einfach so krass, okay. Jetzt muss ich erstmal wieder. Ah, okay, dafür brauche ich einen Schlüssel. Und hier haben wir auch nochmal ein Klo. Ja, wo war ich? Entschuldigung, wirklich Entschuldigung. Also da sind noch einige. Schon wieder erschrocken. Huch. Okay, das. Ah, das geht gar nicht auf. Okay. Ja, guck mal, jetzt habe ich echt den Faden verloren, weil ich wieder so viel, weil ich mich immer beeilen will. Ja, ich sollte nicht so viel auf solche Sachen achten, was Leute dann wieder schreiben. Mach dies, mach das, mach dies, mach das. Weil ich wollte jetzt eigentlich irgendwas erzählen. Da habe ich mir gedacht, erzähl nicht zu viel, sondern fang schon mal an zu spielen. Naja. So, das hier ist die erste Etage. Ich muss hier nochmal. Ah, genau, wir hatten hier diese Texte. Wir hatten hier diese Texte und ich konnte hier nichts mitnehmen. Das war auch richtig, ja. Ich habe gerade Essen zwischen den Zähnen, verdammt. Also ich kau gerade kein Kaugummi. Ach ja, stimmt, stimmt. Ja, wer weint denn hier so? Ich weiß nicht genau, wieso diese Mod kostenlos ist, weil anscheinend kann man sie auch ohne Half-Life 2 spielen, wenn man sich dieses Source-Package installiert. Und
Ich denke mal, das ist so eine Sache wegen den Rechten, weil schon sehr viele Dinge natürlich von Silent Hill original übernommen werden, so. Und die da. Ich fände es aber sehr cool, muss ich sagen, wenn die jetzt von dem Entwickler vielleicht irgendwie eine Chance kriegen, das dann doch noch zu vermarkten, das Spiel, würde ich dem wirklich gönnen. Und fände ich auch einen Schachzug vom Entwickler. Hier steht auch noch was. Sister Ashley. You are a beginner. Schwester Ashley, du bist eine Anfängerin. Aber drop the swab inside. Wie Flasche. Ah, sie hat was im Patienten vergessen. Ich weiß gerade nicht was. Entschuldigung. Es ist ein Fehler. 5 von 10. Es besteht eine Chance von 5 bis 10, dass der Patient sterben wird. 5 von 10 Patienten werden daran sterben. Wenn man OP-Besteck, ich denke mal, es ist OP-Besteck, oder irgendetwas davon, im Patienten vergisst. Okay, es sind anscheinend hier nur Beschuldigungen an der Wand. So. Ja, aber, Entschuldigung. Hier haben wir wieder David, you blame. Twice is, also er ist. Also seine Schuld wiegt doppelt so schwer als die von Robert. Anscheinend war der. Ist er besoffen gewesen? Ich weiß es nicht. Ah, und nochmal Entschuldigung, wegen dem Englisch. Ich bin eigentlich wirklich richtig gut in Englisch, nur mir fehlen halt auch ab und zu mal die Wörter. Ist so. Ist so. So. Also nochmal, ne? Ich hoffe, die Info, die ich jetzt rausgebe, ist richtig, aber ihr könnt es wahrscheinlich auch ohne Half-Life 2 spielen. Kann das mal jemand ausprobieren, wer da das Spiel nicht hat? Also nur installieren und könnt ihr euch wieder deinstallieren oder selber spielen, was natürlich auch gut wäre. Ob das denn auch ohne gehen würde? Diese Adern hier. Also nicht die Adern, aber das sind Risse, aber die sehen halt aus wie Adern. Also soll wohl auch Adern darstellen. Was bewegt sich denn da? Was war das? Was? Das ist ja komisch. Ist das jetzt ein Grafik für. Ach, gucke mal. Da hängt jemand in so einem Käfig. Aber warum so komisch? Boah, krass. Das ist aber gruselig. Das ist ein netter Effekt. So, okay. Fleisch. Lecker Fleisch. Dafür brauchen wir ein Key. Also die anderen Karten, die wir finden, werde ich mir dann abmalen. Ach ja, stimmt. Ach, guck. Ach. Das hat er bestimmt mit den. Das hat er bestimmt mit den Boxen zu tun. Ah, jetzt habe ich das reingedrückt. Okay. Das ist dann also eine. Ich glaube, mich zu erinnern, dass wir mehrere Räume hatten. Mit den Zahlen, oder? Jetzt juckt mir schon wieder die Nase. Ja, das auch. Ich denke einmal, ich sollte nach unten gehen. Das werde ich aber mal eben machen. Und mir das mal aufschreiben. Jetzt konnte ich den ja gar nicht. Also war das richtig? Muss ich die einfach alle. Nee, dann wäre das ja sinnlos mit der Box da unten mit den Zahlen. Seien die meinen andere Zahlen? Weil, ich konnte es ja jetzt nicht. Oder vielleicht habe ich auch die erste Zahl richtig gedrückt, weil ich denke mal natürlich, wir müssen die richtigen Zahlen da drücken. So. 8 war die erste. Okay. Also, wir haben die. Fangen wir mal an aufzuschreiben. Wir haben die 1, die 8. Dann haben wir die 12. Dann haben wir die 11 und dann haben wir die 7. Ah, ja, es ist schön, dass ich relativ früh angefangen habe, Final Fantasy zu spielen und dann römische Zahlen gelernt habe, als kleine Kröte schon. So. Ja, ist echt so. Ich habe das durch Final Fantasy gelernt damals. Das ist die erste Etage? Ja. Okay, dann gehe ich nochmal in den Raum und guck mal, welche Zahl ich denn hier gedrückt habe. War es die 8? Nein, es war die 7. Okay, wir machen das jetzt so, wir suchen die 8. Hier war die 11 oder die 12 drin. Ich brauche eine 8.
Das ist die 11. Okay, das ist die 11. Dann ist da die 12 drin. Das heißt, ich muss jetzt 1 zerdrücken und danach muss ich da vorne rein. Na, okay. Vor allem lockt das die 8. Locked from the other side heißt ja immer, dass da jemand noch drin sein müsste, der die halt abgeschlossen hat. 8. So. Hier haben wir auch wieder was. Das hatte ich letztens schon vorgelesen. Du bist ein exzellenter Chirurg. Genau, ich war letztens so müde, ich konnte exzellenter nicht vorlesen. arbeitest wie ein Juwelier, aber du bist verantwortlich für deine Mitarbeiter. Auch wenn du nicht zu beschuldigen bist. Was ist das Hölle? Auch wenn man dich nicht beschuldigen kann? Die 12, die haben wir hier. Boah, übrigens, danke schön nochmal, dass vielen aufgefallen ist, dass ich dieses blaue Kleid, das ich habe, es ist ein Kleid, kein Oberteil, extra angezogen habe wegen Alessa. Das hat man ja auch auf dem Thumbnail gesehen. Da habe ich das so ein bisschen versucht nachzustellen. Und Seite 1 und 2 sind echt die besten Teile. 12. Ja, andere, habe ich auch gelesen, andere haben mir Downpour empfohlen und Homecoming und dann doch auch und so. Und ich muss sagen, ich habe beide angespielt, das war nicht meins. Downpour war mir zu viel Action einfach wieder, ich weiß nicht, das ist so, ich mag eher sowas hier. Ab und zu so Panic Jumpy Scaries, aber nicht so viele. Ah, jetzt, guck mal, jetzt habe ich 4 natürlich. Okay, dann gehen wir jetzt nochmal zurück. Also, die 8. Die 8 war hier. Jetzt kann ich den wieder drücken, oder? Gut. Die 8. Jetzt geben wir das aber hin. Die 8 und dann nochmal die 12. Das geht ganz schnell. Dann die 11. Die war da. Ja. Und jetzt die 7. Nachdem ich den Button gedrückt habe, nachdem ich den Knopf gedrückt habe, habe ich etwas klicken gehört. Das ist wahrscheinlich unten die Kiste. Aber Besuch. Ach ja, war ja hier. So. Hua! Ich dachte jetzt, wir können von unten da hochgucken, wo dieser komische Typ in den Käfig ist. Okay, aber da oben hängen, ich kann nichts machen, das wird. Da oben hängen 2 Krankenschwestern? Na, einen kann ich drehen und an der anderen auch. Ist es so? Ein bisschen erschrocken. Da ist nur ein rostiger Schlüssel in der Box. Ich habe übrigens mit einem anderen Let's Player geredet, dass ich echt immer das Problem habe bei dem Englischen übersetzen, dass ich das zu hastig mache. Dass ich dann immer denke, ich muss das jetzt sofort ganz schnell übersetzen, sonst sagt jemand, du kannst kein Englisch und so. Und das ist ein großer Fehler, weil dann verhaspel ich mich immer. Und wenn ich halt ein paar Fetzen nicht verstehe, ist es halt so. Ich übersetze das dann halt sinngemäß. Mach mir da auch keinen Stress. Okay. Welchen Schlüssel... Wo? Es war oben noch eine Tür. Eine Tür gab es noch. In der ersten Etage jetzt auch. Die ja verschlossen war von der anderen Seite. Okay. Hier war aber noch irgendwo eine Tür. Noch irgendwo eine Einzeltür. Hier war noch irgendwo eine Einzeltür. Ja! Okay. Aber übrigens, guck mal, ich bin jetzt wach, ne? Jetzt merkt man, dass ich ein paar Sachen mehr checke. Okay. Hallo, junge Dame. Ich mag die Modelle übrigens. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, die sind aus Teil 3 sogar.
Oder Teil 1 waren das diese Buckelkrankenschwestern. Ich glaube, die sind aus Teil 3. Die finde ich echt, ich finde die sehr hübsch. Ihr seid sehr hübsch. Ich finde das gut, dass ihr hier mitmacht. Ja. Ach so, ja. Ja, das, da kann ich natürlich nicht durch. Scheiße. Okay. Okay. Ja, das ist, ist ja wie in einem Museum hier. Ich kann mir alles schön angucken, darf aber nichts anfassen. Das ist... Was ist denn das? Ja, was da wohl drin ist in diesen komischen Säcken? Hallo? Nicht aufstehen. Hallo? Okay. I found a key inside the monster's body. It stinks like hell. Ich habe einen Schlüssel inside des im Körper des Monsters gefunden und es stinkt wie die Hölle. Kann ich diese Riesenschere nicht nehmen? Ein Schlüssel. Ein Käfig. Hä? Wer macht denn hier diese komischen Geräusche, bitte? Bleib mal bitte da durch, danke. Sterilisation. Ist die, Sterilisation, also des OP-Bereichs, ist eine der wichtigsten Routine-Angelegenheiten hier. Nurse Nancy, you have... Sie hat diese Regel nicht, sie hat diese Regel gebrochen oder nicht befolgt. Ich mach sowas sehr gerne. Okay, ich habe hier ein, ich werde jetzt gehen, okay? Du hast übrigens ein wunderschönes Kostüm. Was ist das denn hier? Guck mal. Hello! Riesenschere. Kleiner Arm. Okay, der wird wohl hier vorbereitet, um mir später zu hängen. Ich habe also wieder einen Schlüssel. Wir haben unten noch eine verschlossene Tür. Und auf dem Weg könnte ich mal direkt speichern. Ich habe Angst, dass hier was entsteht. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich, weil man es erwartet, weil es ja auch ein Horrorspiel ist. Ja, ja. Erstmal speichern. Speichern! Übrigens, auf der Mod-Seite steht, wenn ihr das Spiel selber spielt gerade und ihr habt das nicht gelesen, dass ihr in den Optionen unter Erweitert, hier dieses High Dynamic Range, heißt das, HDR kurz, ausschaltet, weil es da wohl einen Bug gibt. Unfassbar. Wenn ich überlege, dass ich für Haunted House 14,90 € hingeblättert habe und das Spiel immer noch nicht funktioniert. Und die sich einfach nicht mehr melden in den Foren da und gesagt haben, dass vor jetzt 2 Wochen, die Tage, ein neuer Patch rauskommt. Es ist, ja. Oh, super. Ah. Ah, ja. Die Frage ist wirklich, warum ist das hier so? What the... Muss das so sein? Also muss das wirklich so sein? Habe ich jetzt gerade hier einen Fehler? Hm? Soll ich das doch mal wieder anmachen? Nee, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Bewegungsunschärfe aktiviert. Was ist, wenn ich die mal deaktiviere? Das hat noch was mit mir selbst zu tun, ne? Ja, klar. Okay, anscheinend ist es so. Ich weiß es nicht. Video erweitert. Aktiviert. Also ich weiß gar nicht, ob das jetzt wirklich ein Fehler ist oder nicht. Ich hoffe ja mal nicht. Ich will jetzt auch nicht hier eine Stunde in den Einstellungen verbringen.
Aber die Gesichter mit den Mündern kommen mir bekannt vor. Warum? Und warum kann ich da nicht rein? Du wirst wahrscheinlich irgendwann aufgehen, oder? Da hängt da einfach jemand so rum.